Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Let's Play Pokémon Rote Edition. Und warte mal, was ich vergessen habe. Nein, ich habe garantiert nicht vergessen, was zu trinken einzuschütten. 100% nicht. In diesem Part, im letzten Part haben wir die Siegestraße beendet. Und in diesem Part kümmern wir uns um die Pokémon-Liga. Wie gesagt, ich habe nichts geändert, ich habe nicht mehr gelevelt. Und mal sehen, ob wir die Pokémon-Liga so schaffen werden. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen mit Lorelei. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei und gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Die Kraft von Eisattacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winseln, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Wenn wir sehen, ob deine Eis-Pokémon irgendwas gegen meinen Elektroball machen können. Ja, ihr seht schon, selbst Lorelei's Pokémon sind schon stärker als ich. Also wir sind deutlich unter dem Level. Aber wir sollten eigentlich leicht mit ihnen fertig werden. Aurora-Strahl. Ja, wie gesagt, das war schon Nummer 1 von mir. Also, wie gesagt, so schwer ist es nicht. Top 4. Austausch, da gleich auch weiter drin. Weiter drin. Denn auch hier sollte ein Donnerblitz mächtig Schaden machen. Ich wollte gerade sagen, ich habe mir offscreen die Items aus der Box geholt, aber nein, das habe ich ja noch onscreen im letzten Fall gemacht. Lamus, das sollte ich auch mit Elektroball kriegen. Daumen kriegen. Zwei Hit und. Naja, zwei Schläge. Gut. Panzerschutz. Ja, mach doch. Donnerblitz, weg damit. Auf den Müll, 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 auf den Müll. Was kommt jetzt? Rosana. Da wechsle ich doch mal auf Galoppa. Galoppa, hart Galopp, Galoppa. Ja, ich habe ihn jetzt bloß die Glut gelernt, also. Wird schon schief gehen mit dem Stampfer. Alter, dieses Ding macht so Schaden. Galoppa. What the hell? Das Ding drückt Schaden ohne Ende. Und Lapras ist ja lame. Ein Elektroball. Halt, stopp, mein Elektroball, nicht eins. Nicht irgendeins, sondern mein. Und Donnerblitz. Es sollte aber auch wahrscheinlich eins. Ein Donnerblitz überleben. Joa. Oh, überlebt das Elektroball. Viel Pumpe stark fallen von dem Lapras. Ja, das war klar. Nidoqueen. Stärke. Sollte reichen. Ja, hat gleich. Damit werden Lorelei schon mal besiegt. Wie kannst du es wagen? Du bist besser als ich dachte. Geh ruhig weiter. Das hier war nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die dich noch erwarten. Ich erwartete erstmal ein paar Beleber. Ein Beleber. Und ein paar Supertränke. Denn ich würde die Hypertränke gerne für die Kämpfe aufbauen. Damit ich meinen Tiner tragen kann. In einer brenzlichen Situation. Und deswegen bekommt Galoppa auch noch einen. Ah, kurzen Schluck trinken. Und weiter geht's mit Bruno. Und dafür würde ich sagen, tun wir mal Tutor. Ja doch, Turtok. Sollte da ganz gut sein. Ich gehöre zu den Top 4. Mein Name ist Bruno. Durch ausgiebiges Training kann Pokémon sehr stark werden. Ich habe meine Pokémon pausenlos trainiert. Pepe, wir werden dich und deine Kräfte bezwingen zum Angriff. Hättest du ihnen auch mal eine Pause geben sollen, dann wäre es vielleicht besser. Das sage ich jetzt und ich werde wahrscheinlich jetzt dann gleich richtig aufs Maul kriegen. Ich sehe es kommen. Ich werde es gleich richtig fett auf Maul kriegen. Zwar nicht, weil es Kampf-Pokémon ist. Und das sollte reichen. Ja, das reicht locker. Come on, was habe ich erwartet? Nocturne. Dafür habe ich doch ein schönes Taubos. Nocturne sieht hier so cool aus. Sieht einfach so cool aus. Dieses, mit der Faust. Hört die Faust. Mega-Hieb. Daneben. Fliegen. Treffer. Anders rechnet. Oh,
Schlag. Tschüss. Tschüss, Nocturne. 2 von 5 Physik. Als nächstes kommt Kikli. Oh, das schafft auch Taubos. Ich hoffe, meine Taube. Flügelschlag. Wieso mein Flügelschlag? Ich glaube, es ist egal. Flügelschlag sollte auch ein 2 Hit werden. Ja, 2 Hit werden. Schwungkick. Au, das tut weh. Stopp, 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 stopp. Krieg mich doch nicht weg. Tschüss, Kikli. Gott sei Dank hat es gut gleich. Onix, das darf wieder. Wo ist mein Tutok? Da oben ist mein Tutok. Tutok übernehmen. Surfer. Man müsste noch sein Machomai fehlen. Das müsste sein letztes sein. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Onix wurde besiegt. Tutok, Machomai. Ja, Machomai. Das macht dann allerdings Coco, weil der Taubus ein bisschen gerückt. Er sieht so verstört aus. Psychokinese. Trifft, macht sehr effektiven Schaden und ist ein One-Hit. One-Hit-Wonder. Bruno wurde besiegt. Wie konnte ich verlieren? Ich bin erledigt, doch die nächste Herausforderung wartet bereits. Ja. Eine alte Oma. Dann als nächstes kommt Agathe. Agathe Bauer. Der Bauer. Ja. Und für Agatha. Ja, ich mach den jetzt noch mit, weil wir sind noch nicht so weit. Kommt Kukowai nach vorne. Dann für die Geist-Pokémon, was so 90% Geist-Pokémon sind. Fand ich gut sein. Ich bin Agathe. Aus dem Team der Top 4. Professor Eich lobt dich in höchsten Tönen, junger Mann. Er war einmal ein gut aussehender, stattlicher Mann. Doch das war vor Jahrzehnten. Heute kümmert er sich nur noch um seinen Pokédex. Aber Pokémon wollen ja kämpfen. Pepe, ich zeige dir, wie ein richtiger Trainer kämpft. Ja, mach mal. Eines mir auch zeigen, wie ein richtiger Trainer mit einer Niederlage umgehen kann. Agathe und ihr Gengar. Habt ihr 2 Gengar, wenn ich mich nicht täusche. Sollte für einen Traumfresser vielleicht erstmal schlafen. Das wäre vielleicht vom ersten Vorteil schon mal. Gut gemacht, Agathe. Ah, wird kein One-Hit, war mir irgendwie klar. Ich muss immer noch schlafen für Traumfresser. Hat deine KI ein paar Probleme oder so? Merkt man. So nebenbei. Golbat. Das mache ich trotzdem mit dir. Guck, ob er auch ein Gott ist. Gott sei Dank hat das nicht getroffen. Boah. Ah nein, stimmt, denn die müssen ja alle Kung-Fu-Strahl können. Gengar müsste auch Kung-Fu-Strahl können. Also das lernen sie auf jeden Fall, ob es auch kann, weiß ich nicht. Albolo. Und Psychokinese. Agathe, ich muss schlafen für Traumfresser. Checkst du das nicht? Geht's nicht in den Kopf rein oder so? Dummes Weib. Arr, pack, pack, pack. Psychokinese, was Säure. Ja, okay, jetzt macht mir mal Schaden. Jetzt macht mir was Sinnvolles, nicht Traumfresse. Psychokinese sollte aber auch töten. Starke Attacke vom starken Pokémon. Tschüss, auf Wiedersehen. Und jetzt hat sie noch ein zweites Gengar, stimmt's? Level 22 für Kokowai. Ja, noch ein Gengar. Es ist ganz, ganz gar. Nachtnebel. Dein Ernst? Kommst du in der Pokémon-Liga, in der Top 4 mit Nachtnebel an? Ja, okay, es gab in dieser Generation nicht so gute Geisterattacken. Agathe, ich bringe mal Kämpfen bei. Unter meinen Kopf. Wirklich, du bist ein ganz besonderes Kind. So, jetzt ist die Flasche leer. Ich bin auch noch da. Ja, du hast gewonnen. Nun verstehe ich, was der Professor meint. Ich stimme ihm voll und ganz zu. Setze deinen Weg fort, mein Junge. Ja, ich werde mich von dir auch nicht aufhalten lassen, weil du schlecht bist. Traumfresser zu benutzen, obwohl ich wach bin, ist nicht die beste Taktik.
Für Siegfried. Obwohl, warte, der beginnt doch mit dem Garados. Doch, kommst wieder zurück. Das Garados mit einem One-Hit. Ja, stimmt, das ist ja. Special langer Gang zu Siegi. Zum Siegi. Zu Siegi. Zum Siegi. Da steht Siegi. Let's go. Ich habe bereits von dir gehört, Pepe. Ich bin Siegfried, Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Sie sind schwer zu fangen und zu zähmen. Doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in der Pokémon-Liga nicht hier, Pepe. Tja. Hola, Siegfried. Deine Drachen-Pokémon sind fast unbesiegbar. Dann sagen wir mal doch mal, was dein Garados hält, wenn ich es mit einem Donnerblitz angreife. Mal gucken, ob es wirklich unbesiegbar ist. Wenn ich jetzt mit einem KP überlebt, dann schmeiße ich dich auf den Team. Danke. Instant Focus, gut oder so, obwohl sie noch gar keine Items zum Tragen gibt. Lektorball. Dragonier. Und darum darf ich aber Turtok kümmern, denn mit dem Blizzard sollte er das restliche Team ziemlich auseinandernehmen. Es sieht so beautiful aus, so beautiful. Blizzard. Doom, 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 doom. Sieht so unglaublich stark aus. Und noch ein Dragonier. Jetzt hat er nicht weiter geworden. Okay, da habe ich immer. Na, Tutor. Schlämmt mich, schlamm mich nicht an. Dam, 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 dam. Okay, dann hat er keine drei Dragonier. Was hat er dann noch? Der hat zwei Dragonier. Dragoran hat auf jeden Fall, weil das ist sein Signatur-Pokémon. Stirbst du jetzt, du Dreckskacken-Schlange? Danke. Was kommt noch? Dragoran hat auf jeden Fall noch was an. Ah, Aerodactyl. Ja, okay. Okay, ich vergessen. Tut mir leid. Sorry. Hyperstrahl. Jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie Hyperstrahl aussieht. Stopp! Stopp! Hauptgas, tut aua. Tschüss. 42 für Tutok. Hydro-Pumpe. Ja, tschüss, Biss. Hast kein Biss mehr dafür, hast jetzt eine Pumpe. Bum, bum. Dragoran, es tut mir leid, ich werde Dragoran. Taubos jetzt mal Dragoran zum Fraß vorwerfen. Sieht so brutal aus. Zumindest hat sein Minihorn noch nicht. Um mit einem Hypertrank meinen Tutok zu heilen. Ja. Agilität, die ich jetzt vielleicht auch nicht tun soll. Und weil ich Angst habe, dass ich nicht treffe, benutze ich einen Äther. Was kannst du eigentlich? Sandwirbel. Ich spam jetzt Sandwirbel. Du kriegst mich nicht tot. Ist vielleicht jetzt ein bisschen lame, aber es macht Spaß, irgendwie mit seinen Wirbel zu spammen. Und dann auf Turtok zu wechseln. Mit ihm mit einem Blizzard zu töten. Natürlich triffst du jetzt wieder. Ah, Blizzard. Ja, dann wird er mir zu. Ich bin wahrscheinlich Wanted sogar. Oder? Dein Ernst, Aquaknarre. Du heilst nicht? Wie dumm bist du? Okay, ich hab nichts gesagt. Das war Siegfried. So viel zu Siegfried. Es ist vorbei. Unfassbar, du bist wahrlich ein Pokémon-Meister. Es ist kaum zu glauben, meine Drachen sind an dir gescheitert, Pepe. Nun bist du der Champ der Pokémon-Liga. Eigentlich wärst du es, aber du musst noch eine Herausforderung bestreiten. Ein weiterer Trainer erwartet dich, es ist Zedos. Auch er hat die Top 4 besiegt. Es ist der amtierende Champ, erst amtierende Champ der Pokémon-Liga. Ja, juckt mich gerade nicht. Turtok bekommt erstmal den Trank. Und gucke, bei Elektroball kann sogar nicht vorne bleiben mit dem Taubos-Stiefel, wenn ich richtig erinnere. Aber
den Kampf gegen Zedos fragen wir zum nächsten Part und damit sage ich Tüdüdü, bis morgen. Bye.